Liebe EHC-Autofamilie, herzlich willkommen. Das Jahr neigt sich am Ende zu und wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Das Leben hat Anfang März eine drastische Wende genommen. Die EHC Olten AG ist ebenfalls vor sehr grossen Herausforderungen gestanden und steht noch immer. Mit Corona umzugehen bedeutet, täglich parat zu sein, immer neue Situationen können zu beurteilen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam mit euch allen und unseren Mitarbeitenden, glaube ich, dürfen wir heute sagen, haben wir die Situation bisher gut gemeistert. Der Entscheid, Meisterschaft trotz Corona weiterzuführen, ist aus unserer Sicht richtig. Mit zusätzlichen Investitionen übertragen wir mit dem EHCO-TV das Spiel mit Studio und Gästen in eure Stube und können so ein bisschen Licht in den düsteren Alltag bringen. Ich möchte an dieser Stelle dem EHCO-TV-Team ganz, ganz herzlich danken für die tollen Produktionen. Aber auch neben uns haben wir einiges umsetzen können. Die EHC Olten AG ist saniert worden und steht wieder finanziell auf einem soliden Fundament. Trotzdem bleiben wir aber vorsichtig und tätigen keine neuen Investitionen, die nicht sein müssen. Mit den entsprechenden Bundesbeschlüssen, die sogenannten Covid-Verordnungen für den Profisport, haben wir auch eine entsprechende Bundesunterstützung, die wir jetzt bekommen, wo der Profisport auch in Zukunft kann sicherstellen. Ich bin sicher, wir werden dadurch Ende Jahr mit einem blauen Auge davonkommen können. Und das ist wichtig für die Zukunft des ganzen Schweizer Eishockey. Nun möchte ich Danke sagen. Zuerst euch, liebe Fans und Supporter von unserem Club, wo leider das Spiel fernbleiben müssen. Die ganze EHCO-Familie spürt aber die grosse Welle der Solidarität. Und das ist wichtig und überträgt sich schlussendlich nicht nur auf die Organisation, nein, auf jeden einzelnen Spieler. Und ich hoffe, dass wir spätestens anfangs der Playoff euch wieder dürfen im Stadion Kleinholz begrüssen. Im Weiteren danke ich allen Sponsoren, die in dieser herausfordernden Zeit hinter dem EHC Olten stehen. Es ist wahrlich nicht selbstverständlich und zeigt die ganz grosse Verbundenheit von ihnen mit unserem Club, mit unserer Stadt und mit unserer Region. Nun wünsche ich allen zusammen frohe Weihnachten und vor allem, dass ihr alle gesund bleibt. Ich hoffe, im Frühling dürfen im Kleinholz zusammen mit euch auf unsere Mannschaft anstoßen. Frohe Weihnachten und hopp Olten!